Ja, komm, lauf! Er sagt wieder andere Richtung. Er sagt jedes Mal, der Kompass in die andere Richtung. Blöder Kompass, ey. Der nervt. Kommen wir hier denn lang? Ich habe ja da einen Weg gesehen. Okay. Sackgasse. Hier geht's hier weiter, weil die 60 cm kann er nicht hoch. Da kackt er voll ab. Das ist hier. Ist also nix. Versuchen wir mal die Schneise hier. Und er hat wieder keine Power. Oh, dieser Typ. Gerade war Frame-Einbrüche und Ladeprobleme mit dem Server. Kann natürlich auch sein. Mal weiter. Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal hergelaufen sind. Ich kann mich nicht daran erinnern jetzt. So. Mal gucken, dass wir vielleicht auf die Koordinaten achten oder sowas. Da ist ruhig. Bleibt. Da bleibt dieser Strich, also angehende Figur, irgendwo an so einem kleinen beschissenen Felsen hängen da unten. Ja, merkwürdig, sehr merkwürdig das Ganze. So, jetzt ist gerade mal nicht so windig hier. Oh, da können wir glaube ich auch lang. Hier ist ein Baum, da können wir rüber klettern, das machen wir mal. Oh, da geht's ganz schön weit. Oh. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Jetzt schnell rüber. Hui, geschafft. Ja, sehr schön. Links oder rechts? Ne, immer hier lang. Aha. Hier ist wieder irgendwas. Ah, hier ist was. Achtung! Psychopath auf freiem Fuß. Ein gefährlicher Krimineller ist auf der psychiatrischen Anstalt Moskau ausgebrochen. Uns wurde mitgeteilt, dass der Mann hochgradig geisteskrank ist und seiner Wahnvorstellung leidet. Unter Wahnvorstellung. So, haben wir denn hier irgendwo mal wieder irgendwelche Koordinaten an Felsen stehen. Hier ist jetzt nichts. Dass wir mal wieder einen Anhaltspunkt haben, wo wir sind. Das andere war ja auf der ganz anderen Seite von der Karte Map. Ist es schwer herauszufinden, wo du jetzt gerade bist. Alles in weiß, alles nur Bäume. Eine Wäscheleine. Mehrere Wäscheleinen. Okay. Dann kommen wir auf jeden Fall so nicht rüber. Da ist eine Schlucht. Das soll, ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Können wir bestimmt noch rausfinden. Oh, guck mal. Schön. Komme ich hier runter. Versuchen wir es mal hier. Ich glaube, das sieht so aus, wurde das extra. Ich stelle. Aha. Hm. Oh, erstmal wieder ausruhen. So. So, was ist wo? Da hatten wir was zu lesen, da hatten wir was zu lesen. Da sind wir noch nicht gewesen.
Da sind wir wahrscheinlich drum rumgelaufen. Hier sind wir gewesen, durch den Wald, genau. Da sind wir, ich weiß, von irgendwo sind wir gekommen. Den Baum hatten wir auch was zu lesen, meine ich, genau. Dann im Wald vorbei, hier durch. So, jetzt haben wir hier ein Lagerfeuer. Da hatten wir was zu lesen. Hier ist ein Lagerfeuer. Das heißt, genau, wir sind hier gewesen. Jetzt sind wir hier. Hier sind wir jetzt, genau. Sehr schön. Den Zettel hat man zu lesen gerade. Ich weiß nicht, ob hier noch großartig was ist, aber ich denke, wir müssen hier irgendwo einmal im Kreis laufen. Und dann gucken wir, dass ich hier nochmal irgendwie was laufe. Ja, da waren zwei Brücken. Über Brücken, über sieben Brücken musst du gehen. Ach nee. So, das ist hier Koordinate 63N, also 63, 63. 63 haben wir hier nicht mit dabei, 62, 47 höchstens. 54, 57. 54, 57. Das heißt, könnte die im Mittel gewesen sein, mehr oder weniger. Okay. Ausgeruht sind wir, können wir weitermachen. Da sind wir runtergekommen. Das heißt, ich versuche jetzt mal hier unter dem. Das sind 30 cm, wenn höchstens 20. Und er will da nicht hoch. Er will da absolut nicht hoch. Nada. Das heißt, wo auf der Karte ist das denn jetzt? Das heißt, wir müssen sowieso einmal im Kreis laufen. Das heißt, ich gehe jetzt hier an unserer Feuerstelle vorbei. Genau. Das heißt, ich gehe jetzt hier lang. Bei dem Wind müsste normalerweise mehr flackern. Das hat er ein bisschen vom Detail besser machen können. Gehen wir. Ich hab doch was gehört. Da hängt was am Totem. Ausschnitte aus Logbucheinträgen von Dr. Ivan Wanski. Okay. Wissen Sie, was wir tun wollten? Wir spielen Gott, Telekinese, Telepathie, Gruppenhypnose, Gruppenhypnose. Okay, doch, also doch. Wir lösen physische und physische Störungen, psychische und physische aus. Schufen einen Raum des Zufalls. Die Subjekte vertrugen nicht einmal einen kleinen Strahlungsdosis. Diejenigen, die irgendwie überlebten, benahmen sich irgendwie besessen. Sie sprachen in anderen Stimmen mit uns. Sie sprachen, die wir nicht erkennen konnten. Und dann starben sie alle. Einer nach dem anderen. Manche starrten zu Stein, andere zerfielen zu Asche. Ich erinnere mich auch an einen, der mit verdrehten Gliedmaßen über dem Boden schwebte und dann so über dem Boden erstarrte. Es ist zu viel Zeit vergangen, aber das Ganze lässt mir nicht noch immer keine Ruhe. Ich erinnere mich daran, ich sah es jeden Abend vor meinen Augen. Hat irgendjemand überlebt? Später teilten sie mir mit, dass die Antworten nein ist. Aber ich bin der Meinung, dass eines der Subjekte vielleicht doch überlebt haben könnte. Hast du irgendeine Ahnung, was wir getan haben? Lieber Anton? Fragezeichen. Nein? Haben wir mal zurück, weil ja da ein Zettelchen war. Ich sehe auch keine Zahlen im Stein. Das wenn so als Anhaltspunkt. Wo sind wir jetzt? Genau, hier wollte ich jetzt mal hoch. Weil wir da vorhin ja runtergelaufen sind. Hä?
Symbole an den... Was ist zum... Schön. Einfach nur schön. Einfach nur schön. For a very long time, I could not come across any trail. The tracks came and went as if someone was playing with me, as if the victims were moving. And as soon as I was almost sure I had seen something and I would find something new behind the next tree, the trail suddenly went cold. I had no idea what was going on. Finally, I reached a small meadow. There, I found a bound journal, as if someone left it there on purpose. The journal belonged to the members of the expedition. They wrote down their thoughts and observations. Note, there were also some obscure entries, probably taken down in the dark, concerning the situation they were in. This could shed some new light on the case. I am attaching the journal to this report. We have to control the conduct of the investigation and at a certain point stop the information flow. The facts concerning the incident cannot be made public in any way, shape or form. Ja. Interessant. So, jetzt sind wir hier oben und ja, haben wir dann irgendwo, lass mal hier mal runter gucken können. Geil. Diese Musik erinnert mich so ein bisschen an Herr der Ringe. Naja. Ja, warte mal. Okay, dann gehe ich jetzt mal hier lang. Da ist eine Brücke. Aber keine Koordinaten. Was, warte mal, ich habe einen Zettel gefunden. Moment. Das ist da. Ja, unten da. Genau, in der Mitte des Kompass. Genau, unterhalb da. Genau. Da haben wir das andere Lagerfeuer gehabt. Da in der Nähe war der kleine Zettel. Den Zettel hier oben müssen wir jetzt haben. Das ist jetzt eine Brücke, meiner Meinung nach. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt langkomme. Wow. Der ist gut. Da kommen wir jetzt aber nicht mehr zurück, denke ich mal. Jetzt da hoch. Er sagt da hoch. Also gehen wir da runter. Ein paar Meter. Mal gucken, ob es da irgendwie überhaupt weitergeht. Ach, warte mal. Jetzt sind wir ja runtergelaufen. Genau. Sind wir da unten? Da sind wir ja runtergelaufen. Ich wollte ja da... An der Brücke kommen wir jetzt nicht mehr hoch. Wir hätten da hinten runterlaufen müssen. Und... okay, dann warte mal. Das heißt, ich laufe nochmal da unten hin. Und laufe dann den anderen Weg mal lang. Da ging es jetzt nicht weiter. Da sind wir vorhin hier runtergelaufen. Genau, das war das. Ja, hier unten war das Zelt. Wir müssen jetzt hier runter. So, jetzt sind wir hier. Da kommen wir ja nicht lang. Da sind wir, glaube ich, hoch. Ja, da sind wir hoch, hinten rum. Das heißt, wir gehen jetzt hier runter. Der Zettel war da. Dann gehe ich mal hier lang. Vielleicht sind da mehrere Hinweise. Würde ich jetzt nicht ausschließen wollen. Machen wir das einfach mal. Mal gucken, ob irgendwelche an irgendwelchen Felsen hier. Irgendwelche Koordinaten sind.
hier lang. Den ganzen Stein nach unten. Das letzte 67,7. Die Koordinate ist hier also nicht mit drauf. Okay. Ja! Manni, der Waldelf ist wieder da. Jetzt ist er wieder weg. Das heißt, wir müssen da runter. Wir sollten noch. Okay. Er will nicht, dass wir da langlaufen. Der will uns da von dem Weg abhalten. Aber da wir die anderen Stellen, ja, Passagen auch gut gemeistert haben, das Wischen gerade, vom Geräusch her, war vom Mauspad. Ich hasse Dreck auf dem Mauspad. Ich mag das gar nicht. Nein! So, komm, wird geladen. Dann lad mal hin. Das heißt, das zweite oder dritte Mal gestorben, mal von der ganzen Zeit jetzt vom Let's Play. So, wo sind wir jetzt? Ach, wir sind wieder hier oben. Alles klar. Das heißt, unten runter. Das ist ein guter Speicherpunkt, finde ich. Er hat wieder keine Puste. Ich bin nicht mal viel gelaufen, ey. Diese Versager ist das, ey. So, ein kleiner Lichtblick. Der Mond scheint ein bisschen durch. Wann wird's mal wieder? Richtig. Ne, was? Hä? Ja, das muss ich mir noch mal angucken jetzt.